Herzlich willkommen zum Sportbuzzer Magazin, besser gesagt zu unserem Weihnachtsspecial. Wir möchten heute mit euch auf das Fußballjahr 2014 in Leipzig zurückschauen. Wie im letzten Jahr geht's dafür nicht auf den Sportplatz, sondern ich will backen. Norman Ligander war letztes Jahr mein Gast, heute freue ich mich über Georg Teigl. Guten Tag. Hallo. Bist du bereit für den großen Kampf? Ja, ich freue mich schon drauf und ich bin bereit. Na dann, starten wir. Kommst du überhaupt dazu, auch privat zum Backen und so, oder ist euer Trainings- und Spielplan so straff, dass du sowas nicht machen kannst in der Vorweihnachtszeit? Nein, doch, also ich werde auf jeden Fall mit meiner Freundin backen, wieder dieses Jahr. Das machen wir echt jedes Jahr. Oft haben wir dann auch unsere Freunde eingeladen und dann so mehr oder weniger ein großes Backdings, hoppala. Ja. Da veranstaltet, also das macht schon Spaß. Wie wohl fühlst du dich mittlerweile in Leipzig? Ja, ich würde sagen, sehr wohl eigentlich, weil ich sag mal, die Mannschaft hat mich super aufgenommen im Januar damals und ist auch schnell gegangen. Und es sind alles super Jungs, würde ich sagen. Ich glaube, es ist selten, dass in einer Mannschaft so viele Freundschaften sind wie in dieser. Aber das ist, ja. Aber was glaubst du, woran liegt das? Sind es einfach so offene Typen oder weil viele so jung sind? Oder? Ja, ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass wir alle in ähnlichen Alter sind. Also wir haben jetzt, klar gibt es ein paar Ältere, aber selbst die sind jung geblieben. Es wurde immer für die Österreicher Werbung gemacht, dass ihr so witzig seid. Merkst du irgendwie, dass die Deutschen muffliger sind als die Österreicher? Sei ehrlich, Georg. Also in der Mannschaft gar nicht, also muss ich ehrlich sagen. Also da gibt es schon, also da läuft der Schmäh auf jeden Fall. Schmäh heißt so viel wie Witz und Spaß, also nur zur Übersetzung. Den gibt es ja auch bei Deutschen, so wie in Österreich. Also beim Teig erweist sich Georg schon mal nicht als Fachmann, er hat den Zucker vergessen. Da das hier noch ein Stück dauert, schaut ihr euch erstmal das Jahr von Chemie Leipzig an. Ho, ho, ho. Na, wir wollen aufsteigen, ganz klar. Im Januar 2014 definierte Cheftrainer André Schönitz mit dieser Aussage klar sein Ziel: Aufstieg in die Landesliga. Nur 5 Monate später gelingt der BSG gegen den Bornaer SV der entscheidende Schritt. Noch vor Ort beginnt die Aufstiegsfeier. Auch neben den sportlichen Ereignissen ist viel los in Leutsch. Nachdem die SG Sachsen im Sommer Insolvenz anmelden musste, ist Chemie Leipzig nun alleiniger Nutzer des Alfred-Kunze-Sportparks. Und renoviert wird an allen Ecken und Enden. In der Landesliga läuft es 2014 bestens für den Aufsteiger. Durch eine gut funktionierende Mannschaft und die Unterstützung zahlreicher Fans beendet Chemie als Herbstmeister die Hinrunde. Sicherlich ist das so, dass wir das erste Mal auch in der Lage waren, die Spieler uns selber zu holen und denen auch sag ich mal, die Motivation zu geben und eine Perspektive aufzuzeigen, dadurch, dass wir wieder Eigentümer im AKS sind. Und so wir auch die Möglichkeit hatten, solche Spieler zu holen, die sich auch mit dem AKS identifizieren können, die irgendwann mal schon im Nachwuchsbereich hier im AKS gespielt haben. Und somit vom Charakter her auch super hier reinpassen und wir schon wissen, dass wir eine tolle Truppe hier zusammen haben. Lange Zeit konnte sich der neu gegründete FC International an der Landesligaspitze behaupten, doch gegen Ende des Jahres folgte eine Niederlagenserie. Auch gegen Chemie, den direkten Konkurrenten, konnte Inter nicht punkten. Cheftrainer Heiner Backhaus sieht nach den ersten 6 Monaten seines neu gegründeten Teams die Schwierigkeiten. Nach einem halben Jahr immer noch kein Wasser, kein Strom. Haben einen Sportplatz zur Hauptpacht, haben dort schätzungsweise 60 Kinder drauf rumtouren. Das soll ja so sein, nur das behindert natürlich ein Stück weit auch die fußballerische Qualität unserer ersten Mannschaft bei den Heimspielen. Aber die Mannschaft steckt das super weg, die sind total anspruchslos und ziehen da mit. Und jetzt ist der Gesamtverein dran, sich zu entwickeln. Am Ende des Jahres steht die BSG Chemie Leipzig mit 10 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen an der Spitze der Landesliga-Tabelle. Ein erfolgreicheres Jahr hätten sich die Chemiker wohl kaum wünschen können. Wir haben es gerade im Beitrag von Chemie Leipzig gesehen. Die haben ja immer ganz viele Fans, die auch mal auswärts fahren. Mhm. Wie beobachtest denn du so die Fanentwicklung bei euch, bei RB? Ich sag mal, ich war so schon von Beginn an ziemlich begeistert, wie viele Menschen da im Stadion waren. Ich bin gespannt, wie du das rauskriegst. Also das ist wieder der klassische Ausstechfigur oder was auch immer da. Typisch sächsischer Plätzchenausstecher. Stimmt, ja. Den gibt es überall zu kaufen. Viele fragen sich ja, wenn du da in Österreich Meister wirst, Pokalsieger wirst, warum gehst du in die dritte Liga? Was hat dich da beeinflusst? Ist die deutsche Liga einfach so interessant, dass man sich da auf jeden Fall. Es war immer schon mein Traum, dass ich ins Ausland wechsle, um dort Fußball zu spielen und dort mein Geld zu verdienen und einfach eine neue Stadt kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Es liefen einfach gute Gespräche, die wollten
unbedingt, dass ich darauf komme und ihnen weiterhelfe. Mhm. Ich habe innerhalb von 2 Tagen entscheiden müssen, ja, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, in Salzburg habe ich kein Land mehr gesehen, weil ich einfach wenig Einsatzzeit bekommen habe, ja, im letzten Halbjahr. Und habe dann die Herausforderung angenommen, weil es auch eine zusätzliche Herausforderung war, weil ich ja, Defensivspieler, mhm, jetzt hier bin, was ich eigentlich nie zuvor war. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also, ich bin lange kein perfekter Verteidiger, aber ich fühle mich mittlerweile richtig wohl da hinten, weil ich auch ein offensiver Verteidiger bin. Ich bin kein stupider, mhm, Defensivspieler, der hinten wartet. Wolltest du das schon immer sein? Also warst du schon immer der typische kleine Junge, der schon mit 3 Jahren Profifußballer werden wollte? Oder, ja, bist du da reingerutscht? Nein, ich war das tatsächlich. Ich wollte immer schon Profifußballer werden. Ich wollte nicht Fußballer werden oder irgendwann mal Fußball spielen, sondern Profifußballer werden. Okay. Das habe ich immer so gesagt, wie ich klein war. Wie kam das an bei deinen Eltern? Und wie haben sie dich dann unterstützt? Ja, so gut es ging natürlich. Also sie haben mich überall hingefahren, auf jeden Platz, weiß Gott wo. Mhm. Noch so weit weg, egal. Sie führen mich dahin, sie führen mich dahin. Die Fußballer heiraten doch immer so früh. Wie sieht's denn da aus? So, stimmt. Ja, es gibt doch 20-Jährige, die kriegen dann schon Kinder mit ihren Freundinnen. Was ist denn da bei Teigels geplant zu Hause? Du kannst die Frage nicht weglachen, du musst antworten. Ja, was soll ich sagen? Nein, also ich werde sicher mal heiraten. Und ich will auch mal Kinder haben, von dem her. Aber man kann ja nicht sagen, ich... Ja. Weiß nicht. Ja, dann hättest du mir verraten, wenn es dieses Jahr noch angestanden hätte, oder? Nee, also dieses Jahr also auf keinen Fall. Lok Leipzig ist in diesem Jahr abgestiegen, doch es gab nicht nur negative Sachen, die Heiko Scholz und sein Team erlebt haben. Und das sehen wir jetzt im Rückblick. Ho, ho, ho. Mit Heiko Scholz kam Ende 2013 die Hoffnung nach Probstheida, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Trotz einer sehenswerten Aufholjagd und Leidenschaft pur konnte Lok die Klasse nicht halten. Aus der Regionalliga ging es in die Oberliga. Für den Coach dennoch kein Grund aufzugeben. Wir wollen oben mitspielen und man sieht ja trotz des Abstiegs, wir haben einen Dauerkartenrekord. Es kommt der eine oder andere Sponsor dazu und sie tun schon würdig in alle, was wir hier machen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir oben mitspielen können und vielleicht klappt es mit dem Aufstieg. Mit 6 Siegen, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen geht es in die Winterpause. Das heißt Platz 6 für die Blau-Gelben. Wie schon seit Jahren stehen die Fans voll und ganz hinter ihrer Mannschaft. Und auch die Spieler zeigen Siegermentalität. Ich spiele Fußball, um Erfolge zu erreichen. Ich bin schon mal aufgestiegen in der Oberliga und das möchte ich jetzt mit Lok Leipzig nochmal schaffen. Und ich bin guter Dinge, dass wir das auch schaffen. Mit dem Aufsteiger RB Leipzig 2 ist ein weiterer Konkurrent im Aufstiegskampf der Oberliga dazugekommen. Beim direkten Aufeinandertreffen der beiden gab es ein Unentschieden und volle Ränge. Das Ziel für die Rückrunde heißt stabiler werden. Von Aufgeben will in Probstheida niemand etwas hören. Ja, also. Ja, die sind genau richtig. Wie man es will. Wir wollen es ein bisschen brauner, sag ich mal. Aber wenn man jetzt mal vergleicht, bisschen Georg, knuspriger. Die deutschen Plätzchen und die österreichischen, wir haben eigentlich beides sehr gut hinbekommen, oder? Das sieht doch gut aus. Ja, ich habe mal durchwachsen. Finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, wir machen noch ein Blech davon. Ja? Ja, und versuchen die mal ein bisschen eher rauszuholen. Ja. Wie war denn das bei dir früher? Wie habt ihr Weihnachten in der Familie gefeiert und kannst du das jetzt überhaupt noch machen? Wie wir es gefeiert haben? Ja, also begonnen hat es natürlich mit dem typischen Adventkranz, sag ich mal, diese Vorweihnachtszeit. Ein Adventkalender gab es dann immer, was auch sehr spannend ist für einen jungen Menschen. Und dann am 24. war es immer so, dass mein Papa mit mir ins Kino gegangen ist oder sonst irgendwohin, mich quasi abzulenken. Und zu Hause haben dann einfach meine Schwestern und meine Mama den Christbaum geschmückt. Und dann um 7 herum war dann die Bescherung. Okay. So war das meistens. Bescherung bei euch, da darf man ja nicht sagen, der Weihnachtsmann ist gekommen, oder? Das ist doch in Österreich irgendwie anders. Ja, das ist ganz anders, also ganz anders. Nicht wirklich, aber bei uns kommt das Christkind, also Weihnachtsmann gibt's nicht. Okay. Sag ich mal bei uns. Bei uns kommt das Christkind am 24. am Abend, meistens mit einer Glocke und was auch immer. Und dann ja, kommen die Geschenke. So ist das bei uns. Also Weihnachtsmann kommt bei uns auf keinen Fall. Was sagst du zum Leipziger Weihnachtsmarkt? Hat sich da schon mal hingezogen? Ja, ich glaube, in Leipzig kann man jetzt nirgendwo mehr hingehen, wo kein Standl da steht. Also mir gefällt das. Also ich mag ja sowas. Und die Stadt ist voll und das Leben drin. Also von dem her ist schön. Während wir hier weiter am perfekten Plätzchen feilen, seht ihr den Jahresrückblick von RB Leipzig. Ho, ho, ho.
Mit dem Sieg gegen Saarbrücken gelingt RB im Mai 2014 der zweite Aufstieg in Folge. Damit ist Leipzig wieder zweitklassig. Das Team von Cheftrainer Alexander Zorniger feiert an diesem Tag mit 43.000 Zuschauern. Das Vereinslogo und die Führungsebene werden den Lizenzauflagen angepasst. Einige Spieler wie Publikumsliebling Timo Röttger müssen gehen. Dafür wird sich mit anderen Talenten verstärkt. Nun ist RB bereit für die neue Liga. Auch in der zweiten Bundesliga läuft es gut für die Roten Bullen. Trotz des Boykotts einiger Gästefans kommen durchschnittlich 26.000 Zuschauer pro Spiel in die Red Bull Arena. Das ist der viertbeste Wert in Liga 2. Die Hinrunde beendet der Aufsteiger auf Platz 6. Auch für den Trainer ein bewegendes Jahr. Genauso wie André auch, ja, wie sie an Weihnachten mal zurückdenken oder an Neujahr mal zurückdenken, was war eigentlich los, so werden wir es auch tun. Und dann wirst du ein paar Bilder sehen, vor deinem geistigen Auge abflimmern und dann wirst du sagen, jawohl, das war einfach wieder ein ganz, ganz tolles Jahr. Auch die Testspielgegner der Roten Bullen können sich 2014 sehen lassen. Mit Teams wie dem russischen Erstligisten Rubin Kazan, dem FC Getafe aus Spanien und Paris Saint-Germain aus Frankreich kommen Fußballstars wie Zlatan Ibrahimovic in die Red Bull Arena. So mancher Fan würde am liebsten direkt noch einmal aufsteigen. Und bereits im März 2015 wird es einen Hauch von Erstligafußball in Leipzig geben. Im Achtelfinale des DFB-Pokal trifft RB Leipzig dann auf den VfL Wolfsburg. Wir haben gerade im Beitrag gesehen, dass es den meisten gar nicht schnell genug gehen kann, dass RB Leipzig immer wieder aufsteigt. Glaubst du, es wäre überhaupt gesund für so eine junge Mannschaft und gerade auch für die Fanbase, die bis jetzt da ist, wenn es direkt in die erste Liga gehen würde? Ich denke mal, jeder von uns ist so ehrgeizig, dass er das auch unbedingt will. Ob es jetzt dieses Jahr klappt, das weiß ich nicht und das wird man auch sehen. Aber ob das jetzt gesund oder ungesund ist, glaube ich, es wird sich jeder darüber freuen. Ich würde mich darüber freuen. Aber darüber zu reden, finde ich, ist einfach viel zu früh. Und schlecht ist ein Aufstieg, glaube ich, niemals. Und ich glaube, für Leipzig wäre das natürlich auch nicht vom Nachteil. Wie schwer ist es aktuell, wenn man in die Startelf will bei RB? Also woran wird das groß festgemacht? Wie kann man sich dafür qualifizieren bei euch? Ja, du musst gut sein, du musst aber richtig gut sein. Du musst im Training gut sein, du musst herausstechen. Also quasi, du musst wirklich dein ganzes Engagement und dein ganzes Können da reinhauen in diese Trainingseinheiten, damit der Trainer aufmerksam wird auf dich und sagt, okay, gut, mit dem will ich das und das Spiel bestreiten, weil wenn du dich im Hintergrund hältst und ja, dann kommt der Nächste und nimmt sich deine Position. Du musst das bestätigen und du musst es natürlich auch im Spiel dann rechtfertigen, dass du aufgestellt wurdest. Ja. Weil da geht es erst dann los. Also jeder will ja spielen, aber wenn du dann spielst, musst du dann Leistung bringen. Wie wichtig sind die großen Pausen eben, um den Akku aufzutanken? Weil schafft man das wirklich in zwei trainingsfreien Tagen mal oder braucht man dafür wirklich Wochen? Oder kommt man dann eher aus dem Tritt? Nein, also diese Pausen sind schon sehr wichtig, also das merke ich selber auch. Wenn du da mal ein paar Wochen, sag ich mal, nicht jeden Tag, so schlimm klingt es jetzt, deine Kollegen wieder siehst, aber du siehst halt immer die gleichen Gesichter und so weiter. Ja. Und du freust dich dann schon, wenn du mal wieder deine Familie siehst, mal wieder deine Freunde siehst, mal wieder was anderes siehst. In zwei Tagen, ja, kannst du sicher dich erholen, du kannst ein bisschen abschalten, aber das geht nicht so gut wie im Urlaub. Also ich meine, wenn du zwei Wochen irgendwo hinfliegst nach Thailand oder keine Ahnung und ein bisschen was von der Kultur und so mitbekommst und mal wieder ein Leben außerhalb vom Fußball mitkriegst, das ist immens wichtig einfach, weil du deinen Körper dann automatisch einfach relaxst. Ja. Das war es schon, das letzte Sportbuzzer-Magazin in diesem Jahr. Georg, du hast doch mal die Macht, sprich zum Publikum. Okay, also auf dem Weg einmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleibt alle gesund und kommt ins Stadion. Genau so ist es und schaut nächstes Jahr wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Ciao.